Dieser Inselstaat, der manchmal als der 8. Kontinent der Welt bezeichnet wird, beherbergt mehr einheimische Pflanzen und Tierarten als jeder andere auf der Welt. Ich bin in Madagaskar und dies ist AWR 360. Heute reise ich mit Ray Allen und den einheimischen AWR-Mitarbeitern in ein anderes abgelegenes Dorf. Es liegt weit entfernt von der Hauptstadt, in der wir stationiert waren. Und wir haben einen Missionspilot gefunden, der bereit war, unser Team in die nächstgelegene Stadt zu fliegen. Die Aussicht aus 4000 Meter Höhe über den Bergen Madagaskars ist atemberaubend. Nach der Landung wurden wir mit einer weiteren langen Autofahrt begrüßt, die uns in das Inland führte. Wir nähern uns unserem Ziel und werden bald Rania sehen. Ihre Geschichte ist anders als alle anderen, die ich je gehört habe. Und ich bin gespannt darauf, sie zu treffen und ihr persönlich zuzuhören. Als ich 10 Jahre alt war, wurde ich von bösen Geistern besessen. Meine Eltern brachten mich zu einem Medizinmann und verkauften 10 Kühe für meine Genesung. Aber nichts half. Als ich 16 Jahre alt war, merkte ich, dass neue Geister in mich eintraten. Sie waren schlimmer als die ersten. Sie sprachen in vielen madagassischen Dialekten mit mir. Ich sah sie ja, aber andere konnten sie nur hören. Als ich mein erstes Kind bekam, bat der Geist mich, eine Hexe zu werden. Als ich mich weigerte, haben sie verursacht, dass mein Baby krank wurde und starb. Verzweifelt willigte ich ein, zu tun, was der Geist wollte, wenn sie uns ein weiteres Kind schenken würden. 9 Monate später kam eine Tochter zur Welt. Im Laufe der nächsten Jahre wurde ich eine mächtige Hexe. Ich hatte keine Kontrolle über mein eigenes Leben und tat nur, was die Geister mir befahlen. Durch die kraftvolle Medizin, die ich zusammenbraute, wurden viele Menschen geheilt. Wunder geschahen und ich wurde ein wichtiges Mitglied meiner Gemeinde. Ich hatte die Macht, Gewehre und Kugeln unbrauchbar zu machen. Und als Ergebnis wurde mein Dorf sehr reich, weil niemand unsere Kühe stehlen konnte. Einmal kamen 27 bewaffnete Männer zu meinem Haus. Aber obwohl sie versuchten, mir mit ihren Waffen zu schaden, wurden sie vor mir kraftlos. Ich hatte auch die Fähigkeit, den Krokodilen das Maul zu schließen. Und unser einst gefährlicher Fluss wurde wieder sicher. Irgendwann kam eine andere Gruppe von Geistern in mich hinein. Sie kamen aus dem Wasser und hatten Macht, Kranke zu heilen. Sie brachten mich auf den Grund eines Flusses, wo ich tagelang mit den Geistern kommunizierte und nicht einmal zum Atmen an die Oberfläche kam. Obwohl ich sehr viel Macht hatte, Menschen heilen konnte, Krokodilen das Maul schließen konnte und Kugeln stoppen konnte, war ich sehr unglücklich. Eines Tages traf Rania 2 junge Leute, die ihr etwas Merkwürdiges erzählten. Sie sagten, sie hätten zu Gott gebetet und ihm Geld gegeben als Dank für die erhörten Gebete. Davon fasziniert ging Rania am nächsten Sonntag mit ihnen in die Kirche. Sie gab 1000 madagassische Ariary und wartete, dass Gott ihre Gebete erhören würde. Aber nichts geschah. Die Geister hatten weiterhin die Kontrolle über Ranias Leben und sie war oft krank von ihren Bestrafungen.
Gerade als sie aufgeben wollte, zu glauben, dass es einen Gott gibt, der sich kümmert, traf Rania einen Mann der Siebenten-Tags-Adventisten. Er erzählte ihr von Jesus, dem Sabbat, und gab ihr eine Bibel. Diesem Mann zuzuhören, brachte Frieden in Ranias Herz und sie fühlte sich gleich besser. Aber die Geister waren nicht glücklich und warnten Rania, dass schlimme Dinge passieren würden, falls sie sie verließ. Rania entschied sich trotzdem für Jesus und die Geister hielten ihre Versprechen. Ranias Haus brannte ab und sie verlor alles in den Flammen. Wütende Nachbarn beschuldigten sie, Schwierigkeiten auf sich und das ganze Dorf zu bringen. Die Geister plagten sie Tag und Nacht und entmutigten sie so stark, dass Rania erwog, aufzugeben und eine Hexe zu bleiben. Aber in dieser Zeit passierte etwas, das ihr Leben für immer ändern würde. Rania entdeckte eine AWR-Sendung. Das war genau die Ermutigung, die sie brauchte. Und während sie täglich Radio hörte, entschied sie sich, dass sie Jesus folgen würde, egal was passiert. Die Geister, die Rania schon so viele Jahre gefesselt hatten, gaben nicht kampflos auf. Sie mochten vor allem nicht, dass sie AWR hörte und drängten sie, aufzuhören. Aber anstatt die Geister zu beachten, hörte sie weiterhin ihr Radio und merkte, dass die Geister keine Kontrolle über sie hatten, wenn AWR spielte. Durch viel Gebet, Lesen der Heiligen Schrift und Adventist World Radio haben die Geister sie ein für alle Mal verlassen und sie ist jetzt eine freie Tochter Gottes. Die nächstgelegene Gemeinde war 80 Kilometer von Rania entfernt, aber sie ließ sich nicht ermutigen. Der Pastor studierte mit Rania und bald wurde sie in der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten getauft. Heute ist Rania in einer Gemeinde tätig, die sie mit aufgebaut hat. Sie ist inzwischen eine alte Frau, aber mit einer Energie und einem Eifer, der ihr Alter übersteigt, ermutigt sie andere, dass wahre Freiheit von Dämonen nur durch Jesus Christus kommt. Es hat sich so viel in meinem Leben geändert. Ich höre jeden Tag AWR und es hat meinen Glauben gestärkt und hat mich vieles gelehrt. Wie durch ein Wunder kann ich jetzt lesen und schreiben. Und ich liebe es, anderen von Jesus und dem Leben in Freiheit, das ich jetzt führe, zu erzählen. Ist es nicht erstaunlich, wie Gott das Radio benutzt, um durch die Grenzen der Dunkelheit zu brechen und Herzen mit dem Licht seiner Wahrheit füllt? Danke für eure großzügige Unterstützung der Arbeit von Adventist World Radio, das Missionswerk ohne Mauern, ohne Grenzen und ohne Limits. Von der Sendung bis zur Taufe, dies ist AWR 360.